Jo, wunderschönen guten Morgen. Samstag haben wir heute, bisschen früh auf den Beinen, kurz nach fünf aufgestanden. Als erstes jetzt erstmal in der Werkstatt angekommen, erstmal ganz wichtig, eine Runde Kaffee machen. Ja, schön mit dem Wasserkocher. Hier gibt es dann so einen leicht löslichen Kaffee. Ja, und dann läuft das. Ja, Zylinderkopf ist zurück, den habe ich wieder da. Habe ich ja berichtet, den habe ich seit gestern. Was machen wir heute? Heute will ich dann mal wieder so ein bisschen Ventile einbauen. Versuchen Zylinderkopf drauf zu knallen. Ja, mein gutes Moment. Werkstatthandbuch habe ich auch mit dabei. Hier. Wie mache ich es mir selbst? Entschuldigung, so mache ich es mir selbst. Ja, das geht jetzt los. Und dann schauen wir mal. Als erstes, wenn der Kaffee durch ist, werden wir erstmal andere Klamotten anschmeißen und dann sehen wir mal weiter. So, wir marschieren einmal durch zu dem Teilekonvolut. Also, das wollen wir wieder einbauen. Dann wollen wir uns gleich mal frisch ans Werk machen. Ne? Ja, bei dem letzten Video muss ich mich natürlich ein bisschen entschuldigen. Ich hatte nebenbei so ein bisschen die Kapelle am Laufen gehabt und YouTube war dann der Meinung, das passt nicht ganz überein. Okay, alles klar, dann starten wir mal durch. So, wir starten einmal durch. Wir müssen uns einmal den Kram hier holen. Einmal Test the Best. Mal gucken, genau. Also ganz wichtig ist halt eben so drauf, dass man das Ganze kegelförmig zusammenbaut. So, kegelförmiges Zusammenbauen, ganz wichtig. Weil ansonsten hält er nämlich nicht, weil die Feder drückt das Ganze hier hoch. Und somit kann die Feder nicht runterrutschen. Ganz wichtig, das Plättchen wird hier oben. Das Plättchen ist eigentlich nur mehr oder weniger die Sicherung. Na komm her, jetzt zeige ich das noch besser. So, das ist die Sicherung. So wird das Ganze gehalten. Ja. Andersrum würde das auch keinen Sinn machen. So, dann wollen wir den einmal auseinandertüdeln. Schwupps. Dann kommt der Kollege jetzt hier hinten wieder rein. Ihr sitzt. Dann kommt die Feder wieder rauf. Dann kommt gleich mein Werkzeug wieder zum Einsatz. Und wo habe ich das denn? Dort. Dann hole das Werkzeug. Und wir den Kollegen jetzt mal wieder zusammenbauen. Ja. Das kann ich ja auch so reinsetzen. Und mal gucken. Und zwar so, Entschuldigung. So herum. Schön eingeölt, ist natürlich richtig geil. Es gibt nichts Besseres als ein funktionierendes Werkzeug. So, einmal den. Der sitzt. Und dann kommt der da auch noch. Mach ich den mal wieder raus. So. Alter. So. Ihr seht, ich habe das echt hammermäßig geölt. Die Handschuhe sind natürlich gleich so ein bisschen ölig, aber das ist Schiedegol. Hauptsache der ganze Kram, der hält. So.
So, dann wollen wir mal gucken, dass wir denn den Kollegen wieder zusammenkriegen. Auseinander haben wir ihn ja schon gehabt, zusammen. Also, wie gesagt, wir packen den einmal. Einmal, so richtig einstellen. Den anderen ein Stück doch zurück, damit wir den hier rüberkriegen. Ja, so. So sieht das Ganze doch ganz gut aus. Hier hinten sitzt der drauf, ja. Also nur noch den hier richtig fixieren. So. Ich weiß nicht, ob ihr das richtig sehen könnt, aber den habe ich fixiert. So, hinten drückt er gegen. Und dann drehen wir den zusammen. Ja, er kommt. Hervorragend. So. Mal halt eben nur ein bisschen drauf achten, damit wir dann hier noch reinkommen. Also, wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich das jetzt mache. Ja. Bisher bin ich echt begeistert davon, muss ich euch sagen. Also hammermäßig. Ehrlich. So, das sieht doch ganz gut aus. Wir müssen dann nur noch die Schalen da reinklatschen. Und dann gucken wir mal weiter, ob das denn auch so funktioniert, wie ich das möchte. Ich glaube, ihr könnt das nur nicht ganz sehen, aber. Boah, mal sehen hier mal. Lämpchen, so sieht das Ganze aus. So, da ist das Gewinde. Da kommen jetzt die Schalen rauf. Die zwei hier, die Sicherungsdinger. So, so von hinten. Oh, ich drehe mich einmal auf den Kopf. Und dort da hinten gegen. Ups, Entschuldigung. Und dort dagegen. Na dann, schauen wir mal. So. Ich stelle euch hier einmal wieder hin. Ich hoffe, ihr könnt gut gucken. So. Dann schauen wir mal. Das Schöne daran ist, die sind magnetisch. Das ist das einzig Wahre. So Leute, wie ihr seht, den ersten habe ich drinnen mit ein bisschen, ja, jetzt habe ich ein Feingefühl. Ich drehe jetzt einfach mal, damit ihr dann sehen könnt, wie denn die Schale greift. Muss man natürlich ganz vorsichtig sein, so dass der Kollege nicht wieder rausrutscht. Ne? Gut, das mache ich dann jetzt mit den anderen 2, 4, 6, 7 auch noch und dann schauen wir mal weiter, wenn der denn ganz zusammen ist. Bleibt dran. So, ich habe mir einmal eine Tischverlängerung gebastelt, wie man sieht, und Tischerhöhung, besser gesagt. So, die ersten 4 Ventile sind drin, Einlass, Auslass. Ja, das sieht sehr gut aus. War ein bisschen viel Leansch, aber okay, alles klar, passt. Vertauschen könnt ihr die Stößel nicht. Und zwar aus folgendem Grunde, weil, wie ihr seht, auf der Rückseite, das hatte ich nämlich vergessen zu erwähnen, sieht man, links ist größer, rechts ist kleiner. Das heißt, ein Auslass absolut negativ könnt ihr nicht vertauschen. Hier seht ihr. Klein, groß, klein, groß. Hier ist es genau umgekehrt. Groß, klein. Wie gesagt, vertauschen ist nicht möglich. Der Kopf sieht echt schier aus, muss ich sagen. Also, für den Preis haben die Jungs das verdammt
verdammt geil hingekriegt. Echt. Hammermäßig. Alles klar, ich baue die anderen 8 ein, 4 ein und dann sehen wir mal weiter.